Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldadon, zu einem letzten Part Pokémon Ultramond in dem Zwergenfürst 2017. Ja, so ungefähr. Ja, heute brechen wir wieder auf zur Sternwarte, zum hier, Dings, ihr wisst schon, ist hier die Anmoderation versaut. Das Dimensionsforschungsinstitut, genau so heißt das, da wollen wir heute hin. Und da sind wir hier genau falsch. Ich würde mal sagen, wir gehen in diese Richtung hier. Da ist ein felsiger Weg in die Richtung, was steht hier auf dem Schild, Schatten, Dschungel, Plätscher, Hügel. Okay, so ungefähr in die Richtung müssen wir gehen. Machen wir das. Ja. Und dann würde ich mal sagen, das ist der letzte Part 2017 von Pokémon Ultramond. 2018 geht's weiter. Heute erforschen wir das Ultraforschungsinstitut und werden dort wahrscheinlich auf das Ultraforschungsteam treffen. Wie denn auch sonst, wo sollte sich denn auch sonst das Ultraforschungsteam aufhalten als im Ultraforschungsinstitut? So, jetzt sind wir hier. Wo sind wir hier? Am Plätscherhügel oder was? Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Hier bei den Zwillingen und so. Ah, da ist hier die Ohana-Farm. Und dann kommen wir hier an die Stelle, wo früher die Mogelbäume standen. Oh, und da geht's mit der Story weiter. Tali kommt zu uns dazu. Wen sehe ich denn da? Das ist doch Zwergfee. Ach, die kommt von hinten. Der kommt von hinten. Ich dachte, der kommt von vorn. Ach so. Ich hab dich sofort in den Gang erkannt. Nicht an der Pikachu-Mütze oder dem schwarzen Rock oder den Klamotten im Allgemeinen oder an der Frisur, an der Haarpracht oder an irgendwas anderes, an den Schuhen. An dem Gang hast du mich natürlich erkannt. Ah, ist klar. Gerade komme ich von Maros Prüfung. War alles kein Problem. Und ihr super Spezialmüll habe ich komplett verputzt. Einfach super lecker, wenn du mich fragst. Als nächstes geht's dann wohl zum Dimensionsforschungsinstitut, nicht wahr? Einfach immer geradeaus. Also bis später. Ich weiß, wo es lang geht, Tali. Ich weiß, wo es lang geht. Da war ich schon gefühlte 100 Male offscreen. Ich habe hier reges Offscreen-Training betrieben. Auf Route 6. Und bin dann halt hier schon mal die Wege ins Land gegangen. Deshalb sind auch hier alle Trainer besiegt. Da habe ich mal Offscreen-Training gemacht auf dieser Route. Ja. Und ich weiß, was jetzt kommt. Nach dieser Route. Nicht genau das hier. Kantai City. Sind wir jetzt auf der Ebene, wo er uns vorher nicht mit seinem Bismarck durchgelassen hat. Bismarck ist wirklich sehr gründlich. Es gibt erst Ruhe, wenn es was gefunden hat. Es wird jetzt wohl den ganzen Weg bis zum Hohano-Hano-Resort nach Items absuchen. Bark! Na dann. Ja, das hat vorhin den ganzen Weg hier abgesucht und ja, da ist auch schon das Ultraforschungsinstitut, da gehen wir mal gepflegt dran vorbei, weil hier haben wir einen Weg, nämlich hier, könnt ihr euch noch dran erinnern, hier stand der Typ mit seinem Bismarck und hat uns nicht weitergelassen, da mussten wir erstmal den Weg hier gehen und die mühsame Graslandschaft durchwandern, damit wir zum Inselprüfungsdings und zum Pikachu-Tal kommen. Wie sieht's mit meinem Team aus? Es braucht Heilung. Also rein in das Pokémon-Center. Ja, okay. Einmal heilen bitte. Dann können wir weitermachen. Ein fürstliches Dankeschön. Ein feenhaftes Dankeschön natürlich von der Zwergfee. Okay, was haben wir hier? Wir gucken mal von links nach rechts. Surferortsverband. Hohe Wellen sind unser Leben. Dann gehen wir mal in den Surferortsverband. Schauen wir mal rein, was die so zu bieten haben. Plakate. Hohe Wellen, Rausee, ein Klacks für Mantax. Aloha, he. Ja, so ungefähr. Pikachu. Genau. Und du? Ich würde alles tun, um einmal dem begabten Mantax Surfer gegenübertreten zu dürfen. Der an allen vier Surfstellen Alolas neue Rekorde aufgestellt hat. Ja, das ist ein Projekt für die Zukunft.
das werden wir so bald nicht schaffen. Rekorde sind ja sehr hoch dort im Spiel. Ja, da muss man schon alles richtig machen und Mantax-Surfen, naja, ihr habt es ja gesehen an dem Part. Mantax-Surfen für Anfänger oder wie hieß das Ding? Jede Menge Pokale, da hat wohl jemand ordentlich reingehauen und ordentlich Pokale bekommen. Kriegen wir vielleicht auch einen Pokal, wenn wir mal. Ich sehe was ihr nicht seht. Und das ist ein Herrschersticker. 20 Herrschersticker. Yay! Professor Heinrich Eich, Buchdrachen. Hallo, ich bin's, Heinrich Eich. Sieht so aus, als hättest du ein paar Herrschersticker gesammelt. Du solltest mal am Kantei-Strand vorbeischauen. Danke, aber nein, danke. Ich brauche dein Herrscher-Pokémon-Dingens von der ersten Insel nicht. Von Mele Mele. So, hier haben wir noch ein Haus. Was ist da drunten los? Ja, okay, daran kann ich mich erinnern. Das spoilere ich noch nicht. Hier war ich auch schon mal, bin ich schon mal durchgegangen. Erst wenn hier alles glänzt, wird geschwänzt. Putzen ist wie ein Videospiel für mich, weißt du. Und dieser Raum hier ist der Endgegner. So dreckig dieser Raum, dass er vielleicht der Endgegner ist, oder was? Ach du Scheiße. Na dann. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Raum und eine dunkle Gasse hier im Haus. Oh, nicht Team Rocket, sondern Team Skull. Hätte fast den Namen vergessen. Die Wahrscheinlichkeit, ein schillerndes Pokémon zu finden, beträgt 1 zu 4000. Immerhin wahrscheinlich als im Lotto zu gewinnen. Okay, jetzt sind wir hier in einem Raum voller Leute. Was macht ihr hier? Hallo, ich bin Projektleiter. Der Rotom-Pokédex hat ganz schön in sich, nicht wahr? Komm mich doch wieder besuchen, wenn du eine Insel-Pokédex vollständig hast. Ein Insel-Pokédex und ein Herrschersticker. Ein Herrschersticker, den nehme ich mir natürlich mit. Du hast jetzt insgesamt 21 Herrschersticker gesammelt. Danke für die Info. Tach, wohin man auch geht, überall kann man gleichgesinnte Trainer treffen. Macht dich das auch so fröhlich wie mich? Keine Ahnung. Es macht mich immer sehr glücklich, Leute zu sehen, die Spaß am Spiel haben, an dem ich mitgearbeitet habe. Ein Traum, so wird es wahr. Ach, das ist die Game Freak auf der Abteilung. Ja, steht ja auch auf dem Fußvorleger an der Tür. Ah, die Leute von Game Freak. Bibi ist doch süß, einfach zum Knuddeln. Zum Knuddeln. Okay. Und das da hinten ist der Chef von Game Freak, oder was? Du möchtest ein wenig Nostalgie schwelgen. Du möchtest ein wenig in Nostalgie schwelgen. Welches unserer Spiele würdest du am liebsten mal wieder einlegen? Rot, Grün, Blau, Gelb. Ja, Grün gab es ja in Deutschland gar nicht, gab es ja nur in Japan. Blau und Rot und Gelb sind die Welteneditionen. Ich habe Gelb gespielt. Mal wieder einlegen ist gut. Also ich führe das Projekt gerade. Also ich mache gerade Let's Play Pokémon und Pokémon die gelbe Edition. Also Gelb. Pika Pikachu! Ja, genau. Die Pikachu-Edition. Das ist schön. Und du hier? Du bist doch auf Inselmannerschaft, oder? Schau doch mal wieder vorbei, wenn du damit fertig bist. Vergiss mich bloß nicht, okay? Das könnte ich tatsächlich vergessen. Wo ich alles noch hin muss nach der Inselmannerschaft, das vergesse ich. Hier bei Game Freak fährt jeder voll auf süße Köstlichkeiten ab. Sobald man sie hinstellt, gehen sie weg wie warme Semmeln. Deshalb bekommst du dieses süße Getränk von mir, bevor nichts mehr übrig ist. Bitte. Du erhältst das Item Limonade. Limonade wurde in der Medizinstasche verstaucht. Viel Spaß noch bei deinen Pokémon, mit deinen Pokémon. Ja, das war Game Freak, meine Damen und Herren. Geht's in die nächste Etage. Wer da wohl sitzt in der Etage? Nintendo. Hier wird's weiß, hier wird's hell. Und da sehe ich schon ein Symbol. Von wem das Symbol wohl sein mag. Nicht von Nintendo. Das ist die Aeta Foundation. Dieses elende Team Skull. Es scheint ihnen auch noch Spaß zu machen, den Pokémon weh zu tun. Ob wir uns wohl auch erheben und kämpfen sollten, um Team Skull Einhalt zu gebieten. Wenn ihr meint, dass ihr es machen müsst, dann macht das.
Tut euch keinen Zwang an. Also wirklich, wie viel Tafelwasser willst du denn noch trinken? Deine KP sind doch bereits voll. Ah, der Quapuzzi hier, der trinkt Tafelwasser aus dem Tafelwasserspender oder was? Quapuzzi! Und du? Was denkst du, macht Pokémon wohl glücklich? Was heißt es, überhaupt glücklich zu sein? Also, für mich ist Glück, wenn ich mit Freunden zusammen an einem gedeckten Tisch sitzen kann, lachen und etwas Gutes essen kann. Ja, hier hat seine Definition von Glück. Was deine Definition von Glück ist, haben wir ja gerade gehört. Also, ja, in Ordnung. Hier in der Aether Foundation beschützen wir Pokémon, denen Leid zugefügt wurde. Ach, das ist die Aether Foundation? Nein, die Aether Foundation ist doch auf einer einsamen Insel dort, mitten im Ozean. Wir wissen leider nur, dass der frühe Trainer von diesem Pokémon aus Ulaula stammen soll. Okay. Haben wir das abgehakt? Scheint wohl so eine Zweigstelle zu sein von der Aether Foundation. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir mal dahin, wo wir hin sollen. Ins Ultraforschungsinstitut. Da ist auch schon Lilly. Los, Weckchen! Sitze, platsch ein! Piu! Ich wollte nur einmal so wie Zwergfee klingen. Das bringt mich ja letzt zum Hüsteln hier, wenn sie wie ich klingen will. Dir wurde so viel Leid zugefügt, Wölkchen. Ich kann das einfach nicht ertragen. Ich spüre deinen Schmerz, als wäre es mein eigener. Ich frage mich, ob ich etwas an deiner Lage ändern könnte, wenn ich so stark wäre wie Tali und Zwergenfee. Die scheint uns wirklich zu bewundern. Die Liebe. Tja. Piu. Sie geht zu mir. Oh. Wie lange bist du schon hier? Wie lange lauscht du meinen Worten? Hallo, Zwerg und Fee. Lange nicht mehr gesehen. Das hier ist das Dimensionsforschungsinstitut, auch DFI genannt. Professor Kukui wartet schon auf dich da drinnen. Geh mal hinein. Wie lief es bei der Prüfung? Bei den Prüfungen natürlich, es gab ja mehrere. Es gibt hier auf Alcala ja ganze drei davon. Das war bestimmt auch nicht einfach. Da bin ich mal ein schlechtes Vorbild und sag mal, war kein Problem, ja, habe ich super gemacht. Das war für mich stark und kein nicht der Rede wert. Sensationell. Du hast tatsächlich alle drei Prüfungen auf Akala bestanden. Das erklärt natürlich so einiges. Es erklärt, warum Pikachu sich dir so verbunden fühlt. Das sieht man nämlich. Sie geht's dann mal rein zum Professor. Sie geht vor. Ich hole mir noch diesen Herrschersticker. Diesen Pokéball, der da hinten liegt. Da ist noch ein Item drin. 22 Herrschersticker. Das geht ja schnell. Da bist du ja bald schon 30. Du findest das Item Riesenpilz. Okay. Hier extra an so einer Mulde. Wurde extra dafür einprogrammiert. Dieses Item. Diese Aussparung im Weg wurde extra für das Item einprogrammiert. Und hier ist der nächste Herrschersticker. Das geht ja super schnell. Eben hatten wir noch 20. Jetzt sind wir schon bald bei 25. Sind hier richtig verstreut. So, wen haben wir hier? Lass mich raten, du willst ins Dimensionsforschungsinstitut. Woher ich das weiß? Ganz einfach, oben ist es. Das Dimensionsforschungsinstitut. Ganz einfach, oben gibt es außerdem DFI gar nichts. Ja, dann werden wir mal nach oben gehen. Ins gar nichts. Dimensionsforschung. Wie? Dazu fällt mir dieses seltene Pokémon ein, von dem ich mal gehört habe. Es soll sich mit Hilfe von Rieren umher teleportieren können. Wenn das nicht Wölkchen ist. Von dem hast du gehört, oder was? Gut, der Aufzug bringt mich nach oben. Welches Stockwerk? Es gibt nur ein Stockwerk, in das wir gehen können. Erstaunlicherweise das zweite Obergeschoss. Was mit dem ersten passiert ist, fragt mich nicht. Vom Erdgeschoss geht es direkt gleich in die zweite Etage. Die erste können wir nicht betreten. Die ist ja komplett unzugänglich, aber was soll's. Hier sind wir angekommen. Hallo, mein Wirbelwind.
Ah, da bist du ja wieder. Darf ich vorstellen, das ist Professor Birnitz. Sie leitet das Dimensionsforschungsinstitut und sie ist ganz nebenbei auch meine Kraftreserve. Mit anderen Worten, meine Frau. Die Frau von Professor Kukui. Jetzt habe ich den Namen fast wieder vergessen. Auch schön, die mal kennenzulernen. Ist ja nicht so, als würden wir sie schon aus Pokémon Sonne kennen. Aber ja, schön sie kennenzulernen. Du musst Zwergenfee sein, nicht wahr? Lily hat mir schon von dir erzählt. Sie meint, du seist nicht nur eine zuverlässige Person, sondern auch ein großartiger Trainer. Ach ja, wie die Zeit vergeht. 3 Monate ist es nun schon her, dass ich Lily bewusstlos am Strand gefunden habe. Sie ein Kosmok, ebenfalls völlig geschwächt. Nicht ein Kosmok, das Kosmok. Es gibt kein zweites. Außer ein Pokémon Sonne. Sag mal, wo steckt's denn eigentlich Tali? Der kommt bestimmt gleich durch die Tür. Ach, du kennst doch Tali. Er macht eben nicht immer, was er ihm gerade in den Sinn kommt. Aber er hat trotzdem eine große Zukunft vor sich. Eines Tages tritt er sicher mal in Hallas Fußstapfen. Ich kann nicht mehr lesen. Im Ernst? Das denkst du wirklich von mir? Ach, da bist du ja. Um deine Frage zu beantworten, ja, das meine ich wirklich. Hallo, Tali. Schön, dich mal wieder zu sehen. Übrigens, mein Mondschein. Ich habe Zwergfee hergebracht, damit du ihr etwas über das merkwürdige Phänomen hier bei uns in Akala, in Alola natürlich, erzählen kannst. Auch in Akala, aber vor allem in Alola, in ganz Alola. Das mache ich doch gern. Wenn du von merkwürdigen Phänomenen in Alola sprichst, meinst du natürlich die Ultra-Pforten. Es kommt nur selten vor, aber manchmal kann man in Alola beobachten, wie sich am Himmel Löcher öffnen. Diese Löcher führen anscheinend in eine andere, uns unbekannte Dimension. Wir vermuten, dass deshalb, weil dieses Phänomen bereits in alten Legenden dieser Region erwähnt wird, daran heißt es, dass aus diesen Ultrapfoten einst furchterregende Pokémon in unsere Welt getreten seien. Pikachu! Wir haben kaum etwas Greifbares, kaum echte Beweise, aber ignorieren können wir die Sache deswegen nicht. Immerhin gibt es ja selbst im Pokédex bereits vereinzelt Hinweise auf die Existenz anderer Dimensionen. Furchterregende Pokémon! Selbst normale wilde Pokémon greifen doch schon mal Menschen an. Was gegen die Pokémon aus den Ultrapfoten allerdings komplett verblasst. Nicht umsonst hat man diesen Pokémon Namen Ultrabestien gegeben. Das allein deutet doch schon darauf hin, wie sehr man sie gefürchtet hat. Schenkt man den alten Legenden Glauben, haben sie sogar erbitterte Kämpfe mit den Schutzpatronen der Insel geliefert. Aber wie gesagt, das sind auch und bleiben erstmal nur Legenden. Was davon wahr ist und was nicht, muss erst noch herausgefunden werden. Dafür ist dieses Dimensionsforschungsinstitut ja da. Dafür werden hier täglich an den Dimensionen geforscht und ja, da wird wissenschaftlich einiges gemacht. Ich würde wirklich nur zu gerne diese Dimensionsforschung Verwerfungen untersuchen und das Geheimnis um die Ultrapfoten lüften. Das wäre einfach das Größte für mich. Wie du sehen kannst, haben wir in unseren Regalen bereits einiges an Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Echt ein Plappermaul, diese Professor Burnett. Alter Schwede, die hat echt viel Text. Die hat echt viel Dialog. Tilo! Dich nenne ich Tilo. Pio! Notizen zu Girantina. Es lebt in einer Zerrwelt, die auf der Kehrseite der unseren liegt und die sich aller Logik entzieht. Ja. Wusste man schon. Sowas steht hier im Regal. In diesem Regal sind viele Unterlagen über die Traumkluft. Eine Kluft zwischen der Welt der Träume und der Realität. Ah, alles klar. Mohn. Dich nenne ich auch jetzt Mohn. Ein Herrschersticker, den nehme ich mit.
So, 24 Herrschaftsdicker. Da habe ich 5 in diesem Part bekommen. Alter Schwede. 6 sogar. Bald. Jetzt brauche ich noch einen Herrschaftsdicker, dann haben wir 5. So, was haben wir hier? Hier wird das Raubzeitkontinuum Alolas analysiert und überwacht. Das ist schön. Dann macht mal eure Arbeit, ihr lieben Forscher. Ich werde mich mal um andere Dinge kümmern. Ich werde jetzt wieder runtergehen und hoffentlich bald in die nächste Insel kommen. Also auf die, du weißt schon, auf die Dingens, auf die, das Zentrum von den Aether Foundation Typen dort. Am ersten müssen wir wahrscheinlich noch eine Inselprüfung machen. Gab es da nicht noch so eine Herausforderung, die uns angekündigt wurde? Zwergfee, warum hörst du dir nicht an, was alle zu sagen haben, wo du extra hier bist? Ich muss jetzt mit jedem sprechen. Ist klar. So, dann spreche ich mal mit dir hier. Ah, ich sehe. Ewig langen Dialog, ey. Ja, bitte jetzt nicht so einen langen Dialog. Danke für diesen kürzeren Dialog. Vor einem Jahr. Es ist mir alles scheißegal, was hier labert. Ich höre sowieso nicht zu. Das geht hier rein und da raus. Anmerkung, Zwerge zeigt auf seine Ohren. Ihr wisst ja Bescheid. Das macht man so, das ist das Sprichwort und so weiter. Professor Birn. Das war mein Lieblingsdialog, der war am kürzesten. Den mag ich. Und so habe ich jetzt mit einem geredet und muss ich nochmals den Typen reden. Ich habe sogar mit den Pokémon geredet. Komm, lass mich jetzt mal raus hier. Ich muss noch mit Tali und Co. reden. Warum hörst du dir nicht Tali und Co. reden? Und mit Professor Burnett. Wenn man einen neuen Ort erreicht, merkt man erst so richtig, wie weit man es mit seinen Pokémon schon gemacht hat. Was hast du noch zu sagen? Bisher. Ich wollte damals Professor Burnett besuchen, um mehr über Wölkchen, also über Cosmog, zu erfahren. Doch auf dem Weg habe ich mich verirrt und bin vor Erschöpfung am Strand ohnmächtig geworden. Professor Burnett hat mich gefunden und sich trotz später Stunde meine Geschichte angehört. Sie hat sogar ihren Mann, Professor Kukui, dazu überredet, mich in seinen Loft unterzubringen. Gemeinsam versuchen wir, mehr über Wölkchen herauszufinden. Professor Burnett ist für mich wie eine riesige Mutter. Eine riesige... Sind sie nicht richtige Mutter? Wir müssen bestimmt noch mit dir sprechen, oder? Sonst haben wir in unseren Regalen bereits einiges an Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. So, jetzt habe ich aber wirklich mit allen geredet. Ich wurde ja wirklich dazu gezwungen hier. Ich wurde quasi dazu vergewaltigt, hier wirklich mit den Leuten zu reden. Das ist so ein Zwang von diesem Spiel. Wozu brauche ich denn? Ich kenne diesen Dialog doch schon. Das ist doch bestimmt in Pokémon Sonne schon da gewesen. Wieso musste ich jetzt hören, dass die Lily jetzt seit 6 Monaten hier ist und dann zu Professor Burnett gekommen ist und sich dann... Mein lieber Jott hier... Das waren interessante Informationen, nicht wahr, Zwergfee? Nicht die Bohne. Nicht die Möhre. Nicht die Kartoffel. Die ist klar. Also, wenn es die Ultrabestien wirklich gibt, frage ich mich, was die so für Attacken haben. Du hast doch alle 3 Prüfungen auf den Kala bestanden, oder? Bravo, sage ich nur. Dann steht als nächstes der Pokémon-Kampf gegen Inselkönigin Mayla an. Dabei handelt es sich um die wohl größte Herausforderung auf Ankala, die große Prüfung. Viel Glück. Mayla wohnt in Konikoni City. Dorthin gelangst du über den Diktatunnel. Den gab's schon in Pokémon Gelbe Edition. Da sind wir, glaube ich, sogar schon durchgelaufen durch den Diktatunnel. Ich bleibe noch hier. Es gibt da etwas, worüber ich mit Professor Burnett sprechen möchte. Wenn man einen neuen Ort erreicht, merkt man erst richtig, wie weit man es mit seinen Pokémon schon gemacht hat. Also meiner Meinung nach ein etwas überflüssiger Ort hier, das Dimensionsforschungsinstitut. Ja, also
Das mit den Dimensionen, also was Professor Burnett erklärt hat, war schon irgendwie sinnvoll, war schon irgendwie wichtig, dass wir das gehört haben. Aber das, da halt irgendwie den Zwang, nochmal mit allen zu sprechen und da halt noch irgendwie von Lilly diesen Dialog gehört zu haben. Meine Fresse, das hätte man auch auslassen können. Meine Güte, liebe Güte. Diktaton, wie toll. Und würde doch jemand meinen Ort begegnen? Würde doch jemand nach mir einen Ort benennen? Brrrt. Das Rotom-Pokédex wendet sich zum Ort. Das wäre dann der Rottunnel. Ja, der Rotom-Tunnel. Rottunnel gefällt mir. Brrrt. Zuerst müssen wir jetzt zum Diktatunnel. Brrrt. Machen wir das doch gleich mal. Gehen wir zum Diktatunnel. Hier ist der Knopf, da müssen wir drücken. Und dann geht der Lift auf. Und runter geht's, raus geht's. In welches Stockwerk möchtest du? Ins Erdgeschoss möchte ich. Da komme ich ja leider nicht. Das ist leider nicht möglich. Wird mir leider verwehrt, der Zugang zur ersten Etage, zum ersten Obergeschoss. Naja, was soll es. Da mein Schwenk von mir auf den Himmel. Ein Ultraloch, ein Ultra. Wer ist das? Eine Dimension öffnet sich. Ein Riss am Himmel. War das eben ein Riss am Himmel? Das haben wir ja in Pokémon Sonne noch gar nicht gesehen. Was für eine Überraschung. Zwergenfee, du hast bereits die Prüfung von 3 Captains bestanden, oder? Dann musst du als nächstes durch den Diktatunnel und meiner treffen. Danke, dass du mir das sagst. Das haben die schon 5 Leute mir gerade eben oben im Institut gesagt. Ja, Mann, ich bin heute irgendwie ein bisschen genervt. Sorry dafür, aber... Ja. Ich gehe aber jetzt so ein bisschen mit genervter Stimmung dran. Der Diktatunnel liegt ganz in der Nähe des Pokémon-Centers. Der Eingang ist leicht zu übersehen. Am besten folgst du einfach den Wegweisern. Ich weiß, wo der Diktatunnel ist. Ich bin da in Pokémon-Sonne schon lang gelatscht. Danke für die Info. Ich fange mir jetzt ein paar Pokémon. In einem Pokémon-Spiel die Möglichkeit geben, Sachen zu überspringen. Zum Beispiel, wenn ich Pokémon Sonne schon gespielt habe, muss ich einfach sagen können, ich habe das schon gespielt. Und dann muss man halt solche Dialoge einfach überspringen müssen. Das ist halt einfach unnötig. Na dann gehen wir mal zum Diktatunnel und ja, schauen wir mal, wie wir zur Inselprüfung kommen. Es ist sogar ein rotes Symbol auf der Karte, wo ich hin muss. Ich habe auf dem unteren Bildschirm eine Karte. Ob er es glaubt oder nicht, aber da ist eine Karte. So schwer ist es nicht, dorthin zu finden mit dieser Karte. Mein Gott. Also ich brauche, glaube ich, mein Pokémon-Team nicht zu helfen. Das habe ich gerade schon gemacht. Wir haben nicht gekämpft dort oben im Dimensionsforschungsinstitut. Na dann, gehen wir mal zum Diktatunnel, der übrigens hier liegt. Ja, ist klar. So einmal auf den. Ja, drauf springen. Auf den Taurus. Oh, wen haben wir da? Die Aether Foundation. Und die Inselkönigin Myla. Oh, du bist es. Ich bin da ein kleines Problem. Seit kurzem wimmelt es in diesem Tunnel nur so von Dicta. Deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier auch nichts durch. Wie läuft eigentlich deine Inselwanderschaft? Lass mich doch mal deine Z-Kristalle sehen. Wow, echt beeindruckend. Sogar Mahos-Prüfung hast du bestanden. Für einen Trainer mit deinen Fähigkeiten sollte dieser Tunnel keine Gefahr darstellen. Am anderen Ausgang des Diktatunnels liegt Konikoni City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde. Dann kann es ja weitergehen. So, Diktas, die... Die schaden mir nicht. Ich habe doch keine Angst. Ein Zubat, vor dem habe ich auch keine Angst. Los, Pikachu, Donnerblitz. Nee, lass mal fliehen. Kein Bock. Zubats brauche ich nicht. Irgendwie ein Must-Have für jede... Für jede Höhle. Da muss ja immer ein Zubats drin sein. Also nicht nur ein Zubat, sondern jede Menge Zubats. Also auch in einer Diktahöhle muss Zubats drin sein. Können wir uns vielleicht fangen? Nein, ein Zubat. Ein Zubat-Filter erscheint. Wie oft dieser Text schon in Pokémon-Spielen vorgekommen ist, das ist... Habe ich aufgehört zu zählen.
Zubats die Nervensägen der Höhle. Na dann. So, hier geht's. Künstliche Treppen hinauf. Oh, und wen haben wir denn hier? Puh. Dank Meiler sind wir endlich einen Schritt weitergekommen. Aloha. Wir sind von der Aether Foundation. Wir beschützen Pokémon. Dass hier so viele Diktar gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull. Team Skull ist eine Truppe von furchtbaren Taugenichtsen, die Spaß daran haben, Pokémon und Trainer in Ärger zu bereiten. Lal. Diktar benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Es sind immer noch Diktar hier, also passt bitte beim Durchqueren der Höhle auf. Ja, ich will mir entfangen. Darf ich? So, hoffentlich stoße ich bald auf eins. Statt einen Zubat könnte mal ein Diktar kommen, ausnahmsweise mal ein Hypertrank. Ein Schutz wäre mir hier sinnvoll gewesen, aber ja. Oha! Ein wildes Zubat, was für eine Überraschung. Das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Los, mein Pikachu, setz Flucht ein. Das ist ein Trainer, den wir nicht besiegen brauchen, wenn wir hier weitergehen können. So. Geil, ach du Schande. So eine Pleite. Wir wollen nur ein bisschen auf den Putz hauen. Da haben uns plötzlich diese Diktar umzingelt. Verhauen und weggeputzt wurden wir also. Checkst du überhaupt, wie mich das aufregt? Das regt mich total auf. Jetzt weiß das. Wir wollen jetzt also auch irgendwen verhauen und wegputzen. Und da kommst du gerade recht. Zwergfee. Da kommt Tali von hinten. Der hat mir noch gefehlt. Ich habe mich so gefragt, mit wem du hier rumhängst. Aber es ist ja nur Team Skull. Was bist du denn jetzt für ein freches Früchtchen? Euch zwei behaupten wir ein Duett. Und Kampf gegen Team Skull. Na klar. Das muss ja sein. Party, ja. Hier kommt jetzt ein kleiner Cliffhanger. Bis gleich. Also bis zum nächsten Part. Ich bin das jetzt einfach hier. Cliffhanger des Todes. Ciao, ciao.